Ja, hallo Leute, ich bin's wieder, TivoZP. Diesmal geht's um DSR Rusty. Oder besser gesagt DSR 1 Rusty oder DSR 1 Rusty, so wie man es mag. Ich nenne sie DSR Rusty und das war's. Oder einfach nur Rusty oder wie auch immer. Egal. Auf jeden Fall, was bei der DSR Rusty anders ist als bei der anderen Version, also dem normalen DSR oder DSR Camo, und zwar das Nachladen und dieser Knubbel, der noch vorne dran ist. Also das Nachladen, wenn ihr jetzt mal kurz auf 1080p schaltet oder 720p, auf jeden Fall auf HD sieht es besser. Und zwar, wenn man zum Beispiel nachlädt, dann schlägt er nochmal gegen den Button dagegen. Also da fliegt noch Rost ab. Rust bedeutet ja ins Deutsche übersetzt rostig, also Rost. Finde ich ganz gut. Also ich hätte eher gedacht, dass die M4-1 Bronze eher Rusty genannt wird oder sowas. Frag mich warum auch immer, aber die hier sieht wirklich so alt und verkorkst aus, dass man wirklich denkt, ach du Scheiße, was ist denn mit der gefehlt worden? Ja, auf den Körper macht ihr 100 Damage, auf den Kopf ebenfalls 100 Damage, auf den Füßen macht ihr auf den Füßen macht ihr 77 bis 81 Damage. Oftmals ist es aber so, dass ihr 81, 80 Damage so rund um diese macht. Ist eigentlich eine reinste Hardscope-Waffe, jedoch kann man damit auch sehr gut Kriegsscope machen. Ich kann sie nur bevorzugen, denn das ist wirklich eine sehr gute Waffe. Warum nicht? Und ja, also bloß das einzige Fehl daran ist, dass man nicht, wenn man schießt und visiert, dass man dann nicht sofort wieder rauskommen kann. Man muss wirklich mit den Waffen switchen. No-Scope ist hier auch sehr präzise, habt ihr ja gerade sicher nicht gesehen. Sie hat nur einen Single-Zoom, also, naja, sie scoped nur einmal ran, besser gesagt. Und, die Reload-Time dauert 2 Sekunden, also 2,8, um genau zu sein. Man kann gedrückt halten, denn wechselt sie in den Halbautomatik-Modus, also sie wechselt nicht wirklich, sondern ist gleich da drinnen, jedoch kann man gedrückt halten und dann schießt sie einfach automatisch. Man bleibt im Zoom, also es gibt keine Zwischen-Nachladen runter. Finde ich ganz gut. Das Nachladen ist auch einigermaßen geil, ist sogar, glaube ich, noch verkürzt als beim Original-Schmuckstück. Also das hier geht wirklich rasant schnell. Das ist wirklich Hammer, super, super schnell. Das ist nicht so slow wie bei den anderen Versionen. Auf jeden Fall, ja, ihr bekommt sie im Black Market für 1000, also ab 1000 ZP. Kostet, also für 1000 ZP bekommt ihr ein Crate. Für 4500 ZP bekommt ihr... für 4500 ZP bekommt ihr 5 Crates und für 8 Crates, natürlich das günstigste, wenn man alles zusammenrechnen würde, bekommt ihr 10 Crates. Also ich würde euch nur raten, holt euch die meisten Crates nur von den 8000 ZP-Version, denn damit spart man wirklich ZP und kann ich euch einfach nur so empfehlen. Vom Gewicht her ist sie sehr, sehr schwer. Naja, nicht wirklich sehr schwer, aber jedoch ist sie schon recht schwer. Also, ich kann sie jetzt nicht wirklich so vom Gewicht her ab, denn ich mag allgemein schwere Waffen nicht, damit lässt es nicht so schnell gehen. Jedoch geht es damit echt klar, denn diese Waffe ist ein Schmuckstück an sich. Eine richtig geile Waffe, ich kann es euch nur empfehlen. Holt sie euch auf jeden Fall. Ich fehle hier gerade beim Aufsteigen. Doch das ist egal. Geil. Ja, von der Munitionverteilung 10 zu 30, man kann es erweitern durch ein extra Magazin, das für GP erhältlich ist im Item Store. Also, kein Ding. No-Scope kann man damit sehr, sehr gut Jumpshots auch eigentlich, finde ich, sehr, sehr geil damit zu machen, denn präzise ist sie. Man lässt sich, also sie lässt sich schnell rausholen, man kann gut hardscopen damit, ja, hardscopen, nein, Spaß. Man kann hardscopen damit, man muss es jedoch nicht machen. Jedoch ist sie im Hardscope einfach die geilste Waffe. Also im Hardscopen übertrifft sie jede andere Waffe.
Und ich versuche den hier gerade in No-Scope zu töten. Ich hoffe, ich schaff's endlich mal. Wo ist denn der? Ah, kurzer FPS-Lag. Egal. Ja, vom Aussehen ist die eher so ein älteres Teil. Hier ist die auch verdunkelt. Ich frage mich, warum sie so dunkel auf dem Boden liegt. Vielleicht ist sie eine schwarze Waffe. Vielleicht ist sie ein dunkles Projekt von den Meistern der Herr der Ringe oder sowas. Keine Ahnung. War mich sowas nicht. Ich weiß nicht, warum sie dunkel jetzt auf dem Boden liegt. Jedoch, na schön. Naja, von der Form her sieht sie eigentlich alles gleich aus. Jedoch hat sie vorne noch so ein Knubbel, das diesmal, also bei der DSR Rusty, gezeigt wurde. Bei der normalen DSR oder DSR Carmo, soweit ich weiß, wurde es nicht gezeigt. Also man zeigt es nicht so sehr, dieser Knubbel, den ich vorne an der Mündung des Laufes meine. Das wurde davor nicht gezeigt. Davor ist also sonst ist alles gleich geblieben. Nur eben halt dieser spezielle Skin, dass es so alt scheint, das finde ich einfach nur geil. Und dass sie hammerpräzise ist. Also ich kann sie euch nur empfehlen, kauft sie euch. Die kostet ja eigentlich genauso wie die anderen gleich viel vom ZP her. Und ist auch nicht mal eine Verschwendung, also sie ist hammergeil gut, ist ein Sniper. Damit kann man gut quickscopen und bam.